So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und heute Abend ist die letzte Raid-Stunde mit Xerneas, die zweite Raid-Stunde und gleichzeitig auch die letzte Raid-Stunde. Es gab zwei mit Iveltal, es gab zwei mit Xerneas. Ich brauche eigentlich nichts mehr über ein weiteres Shiny, würde ich mich aber trotzdem freuen. Ich werde also von 18 bis 19 Uhr wieder eure Raid-Einladungen annehmen. Wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr raidet und mich einladet, weil ihr mich als Freund habt, dann werde ich wieder gucken, wer schafft's rein, bei wem komme ich in die Lobby, wer kriegt den Raidmania-Punkt. Ist mein absolutes Lieblingsformat jeden Mittwoch, dass ich da Action habe und einfach fangen kann und raiden kann, bequem. Danke an jeden, der da immer einlädt, auch wenn es nicht zum Erfolg führt. Und ihr nicht durchkommt, danke trotzdem, dass ihr an mich denkt und wenigstens einladet. So, jetzt aber nicht lang schnacken. Ich kann gleich dazu sagen, das ist das allererste Mal, dass Selal keine Bilder eingereicht hat. Das heißt, es wird eine sehr kurze Folge. Und deswegen starten wir direkt mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Lennart. Dieses Mal auf dem Main ein Shiny Xerneas. Wenn ihr auch schon eins habt, schreibt's mal in die Kommentare. Shinux auch. Danke. Aus Hildburghausen 2099. Auch Shiny Xerneas. Und da sieht man wieder den Unterschied. Im Beutel ist es ja in der Ruhephase. Und im Fangbildschirm ist es wenigstens noch in der Aktivphase. Wie genial das aussieht im Kampf oder im Fangbildschirm, weil das Geweih leuchtet und ist so farbenfroh und im Beutel ist das total langweilig. Das ist auch mit der Normalform so, das ist mit der Shiny-Form so, dass das in Ruhe und aktiv unterteilt ist. Schade, dass man das so nicht sieht. Dann ein riesengroßes Dankeschön an den Tobi, also an den Heise, IRL V7. Der hat nämlich nicht nur dem Schilling ein Ticket geschenkt, der hat auch dem Crank ein Ticket geschenkt, der hat der halben Welt ein Ticket geschenkt und weil ich auch zur halben Welt gehöre, habe ich auch ein Ticket bekommen zum C-Day vom Tobi. Danke dafür, Tobi hat auch den Tipp gegeben, wenn ihr mal nicht wisst, von wem ihr ein Ticket habt, könnt ihr das bei den Neuigkeiten-Benachrichtigungsbildschirm über Einstellungen einsehen, wenn das noch nicht zu lange her ist. Wenn ihr also seht, ihr kriegt eine Nachricht, dass dort steht, Glückwunsch, du hast ein Ticket bekommen von, und dann ist da kein Name da, sodass ihr nie wisst, wer euch was geschenkt hat, dann geht direkt auf eure Einstellungen, also bei den Einstellungen unten drunter ist ja der Button Benachrichtigungen oder irgendwas und da kann man gucken nochmal auf Neuigkeiten und Benachrichtigungen und in den Benachrichtigungen der Benachrichtigungen ist das aufgelistet, wer eure Geschenke öffnet, wer euch ein Geschenk schickt und wer euch auch ein Ticket schickt und geschenkt hat. Das also immer nachprüfen, damit auch derjenige, der das gemacht hat, Ruhm und Ehre bekommt. So. Dann, was auch genial war, was ich euch kurz erzählen möchte, der Kevin Bohl, vielleicht aus Stream bekannt, der guckt immer fleißig die WrestleCrate UK Unboxing Videos von mir. Die sind jetzt nicht so beliebt, scheint es. Es gibt nicht so viele Wrestling-Fans auf dem Kanal oder die Leute haben einfach keine Zeit oder die interessieren sich halt einfach nicht dafür, selbst wenn sie Wrestling gucken. Aber der Kevin hat bisher fast jedes Wrestling-Video kommentiert, was ich gemacht habe, jedes WrestleCrate UK Unboxing und bei einem war ja eine New Jack DVD drin und ein Bret Hart Autogramm. Das fand er so genial, er hat gesagt, das würde er so gerne haben. Boah, da ist er voll neidisch drauf und da sind immer so coole Sachen dabei. Deswegen habe ich den Kevin angeschrieben und gesagt, gib mir mal deine Adresse. Wenn Hannes da war und wir die New Jack DVD einmal geguckt haben, schenke ich dir die, schicke ich dir die rüber. Hat er sich mega gefreut und was habe ich gemacht? Ich habe dann bei der Gelegenheit alle WrestleCrate UK Folgen nochmal durchgeguckt, die Kommentare durchgeguckt und habe gesehen, dass er natürlich auch Fans von den Dudley Boys ist, dass er das Jake the Snake Roberts Autogramm auch cool fand und das Scarlett Autogramm, das sind Sachen, die herausgestochen haben, deswegen habe ich ihm ein schönes Paket geschickt mit zwei DVDs und drei vollwertigen großen Autogrammkarten von den Wrestlern, die er mag. Da hat er sich auf jeden Fall riesig gefreut. Ich werde mich auf jeden Fall revanchieren für das geile Paket. Großes, fettes Dankeschön. Hat das dann auch gleich hier aufgestellt bei sich, wie man sieht. Hier ist also die Scarlet-Karte. Guckt dir das an, da sind noch Totenköpfe, da ist Wikingerblut, da ist eine Schlange, da ist der Jake the Snake Roberts mit Satansblut, da ist ein Joker, da ist, oh mein Gott, ich mag es gar nicht aussprechen, viel zu, da ist Ipa, guckt dir das an. Und da ist noch feuriger Drache, da ist Bret Hart, aber eine Dose Ipa in der Mitte und links daneben noch eine.
Die wird, glaube ich, auch schon, die gibt es im Kaufland, oder? Ist die vom Kaufland? Die DVDs hat er auch aufgestellt. Neben der Undertaker-DVD ist jetzt also die Dudley Boys-DVD. Und hier ist noch mehr Undertaker zu sehen. Und hier drüben Undertaker. Und hier der New Jack. Hat er also schön aufgestellt. Sieht wunderbar aus. Dann Reike aus dem Feldforschungsdurchbruch. Ein Shiny Ninja Tom. Ich mache seitdem Anfang des Monats auf allen 18 Accounts, die ich habe. Auf allen 18 Accounts, die ich hatte, Schatz. Der hat schon die ganze Nacht hier diesen blöden Wäschekorb genommen und rumgeschmissen. Und es war so laut und ich bin jedes Mal aufgewacht. Und jetzt klettert er schon wieder da rein und scheucht da drin rum. Und er lässt sich nicht mal beirren, gell? Du haust so drauf in der Hoffnung, er erschreckt sich und rennt weg. Nee, der kriecht einfach weiter da rein. Ich meine, jetzt ist er gerade weg, weil ich den Korb angehoben habe, aber egal. Ich habe auf allen 18 Accounts bis jetzt jedes Mal wieder einen Stempel geholt, etliche Forschungsdurchbrüche gehabt. Ich habe keinen Ninja Tom Shiny. Es ist noch Zeit, ich bin noch guter Dinge, dass noch was kommt. Es gibt genau exakt 3 Leute, die ich momentan weiß, die einen Shiny Ninja Tom haben. Das ist der Marc Niemals, das ist die Reike Heringer und das ist einer, den ihr dann auch noch seht, weiter hinten. So, Tiso, gebrütet, 100er Lin Fu, dann Lennart, unerwartet, Shiny Lampi, Lennart, 49, Shiny Lichtel, reichen die Shinies oder 100% von dem Account eigentlich nicht ein, aber Erlöste sind aber was anderes. Ja, was anderes sind die? Ich tue zum Beispiel, wenn jemand mir ein 98er Krypto jetzt reinreicht, das nicht mitnehmen, weil es ist ja kein 100er, wenn es natürlich erlöst und es ist ein 100er, da nehme ich es mit rein. So, dann King Hammer hier. Dankeschön. King Hammer hat ja im Gewinnspiel einen Shiny Absol mit Brille gewonnen. Das habe ich ihm jetzt auch rübergetauscht mit den 2 anderen Leuten, mit Lieschen und Misa Buck. Muss ich noch leveln bis Stufe 3. Dann kriegen die ihre natürlich auch noch. Dann bin ich mit Yuffing Glücksfreund geworden. Das ist wieder ein Account von mir. Sören. Wenn man mit einem Kollegen tauscht, um Platz zu machen, zweimal ein Magbrand Glücks bekommt, einmal 98, einmal 100, hatte ich vorher noch nicht, hat was. Sieht auf jeden Fall gut aus, das stört auch der Glückshintergrund nicht so sehr, das ist ja ein mächtig wuchtiges Pokémon. Dann, Tagesausflug nach Hamburg hat sich gelohnt. Da hat ihr wohl ein Ei in Hamburg gesammelt, also über ein Geschenk, also vielleicht mit dem 2. Account, Hamburg gedreht. Dann ein Geschenk vom Account aufgemacht oder so, dass man das Ei kriegt und in Kassel dann, ihr wisst wie, auf jeden Fall hat er hier ein Shiny Porenda, genau, Tagesausflug hat sich gelohnt. Dann haben wir hier beim Alexander Ahringer endlich 100er Xeneas in Pokémon Go, Glückwunsch dazu. Dann auch beim Alex als Weiterentwicklung 100er Dentoxer bekommen. Auch sehr cool, der Bewertungsscreen halt mega hässlich, aber trotzdem endlich Shiny Xerneas in Pokémon Go nach gefühlt 200 Raids. Dann Anna Rotten Roxy, das hätte eigentlich Schocker der Woche sein müssen, bis zu dem Zeitpunkt, das fand ich richtig brutal. Mein erstes 100er Krypto und dann auch noch was Nützliches, 100% Krypto Quieke, Marmutel, richtig brutales Pokémon. Und guckt, aber das Quiekel mit den roten Augen sieht so genial, so gefährlich aus. Am liebsten würde ich das gar nicht entwickeln. Ist aber natürlich als Marmutel viel, viel nützlicher. So, dann haben wir Yoda Master. Hat lange gedauert, aber geschafft. Vielleicht was für Raider Mittwoch. Dann alle Evoli-Entwicklungen mit Best Buddy Schleife 100%. Ah, aber nicht auf Level 50, Bruder. Da fehlt noch was, da geht noch was. Ja, dann können wir den Weg weitermachen. Andy Project, ein neues Baby 100er für meine Sammlung, ein kleines Magby, Markus hier mit dem Shiny Magnetilo plus einem Shiny Schmerbe, Sarina, Galalavados, Shiny Pi, Shiny Relaxo, Shiny Absol, 100er Pikachu aus Hibu, Shiny Bonera gebrütet, Shiny Hisui Waschakwil aus dem Raid und 100% Bubungus. Der kleine süße Pilz, hier seht ihr das Lavados nochmal, sowas habe ich nicht, ich habe bisher 2 Arctos gehabt, aber noch kein Lavados, also gefangen, gesehen schon. Aluhut, 100er Bouts, Shiny Sonnenkern, Shiny Vulpix, Shiny Vadribie, weiblich, Aluhut noch, Shiny Makuhita, Shiny Toxipet, Luigi Serrada mit der Nudel in 100% aus Weibling Baden-Württemberg und das 4. Shundo jemals, ein 100% Shiny Xerneas.
das hätte nicht Schocker der Woche sein können, weil das war ja schon letzte Woche Schocker der Woche, als das Hades und Lukas hatten. Die haben beide auch einen Schunde bekommen aus dem Raid. Das war letzte Woche Schocker der Woche. Jetzt kommt Luigi mit Wetterboost, Hirschkuh, Schundo. Ist auf jeden Fall genial, aber nicht Schocker der Woche. Da hätte Anna immer noch die Nase vorn gehabt gerade. Und ihr seht auch die anderen, die er bisher hat. Zahnbuster, Vesprit 100 und Sauloppa. Vor allem ist das Vesprit auch einfach aus dem Raid. Das ist ja brutal. So, weiter geht's. Immer noch Luigi mit einem Shiny Sengo. Dann sind wir beim Netghost angelangt. Du bist also Ramses. Ich rieche da Leckerlis in deiner Tasche. Die musst du mir sofort geben. Ist es nicht süß? Der Netghost. Ich wusste schon immer, der Netghost ist ein Hund. Ja? Wie heißt der Hund eigentlich? Netghost. Ghost. Ghosty, komm. Ghosty, aus. Aus, Ghosty. Netty, aus. Ah. Irgendwas. Nett hier? Netty bestimmt. Jetzt haben wir es. Netty Ghosty. Fertig. Sieht aber, ich, nein, ich bin Katzenfreund. Hör auf, mir immer so den Hund zuzuschieben. Da werde ich ganz weich. So. Hier haben wir den dritten mit dem Shiny Ninja Tom, den ich sehe und kenne. Shiny Ninja Tom nehme ich doch gerne mit. Mein zweiter Check, seit es Shiny sein kann, beim Lost Lift. Vielleicht kann mir ja einer von den dreien mal eins abgeben, ne? Vielleicht kriegt ja jemand bis zum Ende des Monats zwei, wenn ich keins habe. Aber ich gebe nicht auf. Ich will immer erst sehen, dass ich es hinkriege. Und dann kann ich immer noch rumheulen, ne? Kaiser Kai, nach dem Ziele bekommen, Shiny Magnetilo, dann Dro 26, 5 perfekte heute, bin zufrieden, auch Bobungus hier noch, unten sehe ich noch Xerneas, dann sehe ich noch Garados und 13, 21 sehe ich gar nicht, was das ist, Armee fertig, nur noch alle pushen, ich hoffe, die haben nicht die Ziele-Attacke, weil mit Spukball sind die einfach deutlich besser. Shenaya hier, Shiny Voldoball, Shiny Bronzel gebrütet, Shiny Xerneas, noch ein Xerneas habe ich rausgelassen. Chill Boris ist zwar kein Vogel, aber ein Shiny nehme ich auch gern mit. Ist zwar Sealay Shiny, aber aus dem Abenteuerrauch, ja, nehme ich es doch mal mit rein. Dann kommt Heiko Kurowski. Und da habe ich gedacht, ey Heiko, die Anna hat ja schon gut vorgelegt mit dem 100% Krypto. Das finde ich eigentlich auch richtig cool. 100% Schlundo. Also, da steckt ja schon 100 drin. Ein Schlundo-Palkia. 100% Shiny und Glücks. Also Hundo, Schundo, Schlundo. Schlundo-Palkia vom Heiko. Dann habe ich gedacht, das ist Schocker der Woche. Weil das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt seltener? Das Palkia oder das Krypto? Quiekel, dann konnte ich mich nicht entscheiden und habe was ganz anderes genommen. Obwohl ich dieses Bild total schön finde. Ich finde, das passt irgendwie. Das rote Team, diese rosane Farbe, die rote Bewertung, der gelbe Hintergrund, das Pokémon, die Größe. Das ist ein richtig schönes Bild. Dann nochmal von Heigo, Blue Eyes White Dragon. CP einfach brutal, Level 1 hier, ist was von Digimon, okay, gehen wir schnell weiter. Benjamin Engel, endlich das weibliche Molunk gebrütet in Dresden, plus noch ein Shiny Voltenso aus dem Raid bekommen. Silvio zeigt uns hier sein Meisterliga-Team, Katagami, Skelabra und Trigefalo, alles 100er, alle hier pusht auf 50 und damit hat er auch gleich eine 5er-Serie gerissen. Wenn ich sehe, wie viele Kämpfe der hat, 4.800 und schon 5,3 Millionen Staub verdient. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich habe, aber ich bin auf jeden Fall nicht so aktiv in PvP. Ich mache bis Rang 21 gemütlich und dann ist für mich Sense. Das sieht aus, als würde der einfach komplett abreißen jedes Mal. Dann, was haben wir noch? 100% Pokémon Juro. Dann das, ja, wie heißt es hier? Den Geist, den blauen Geist, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Dann haben wir Goldking, wir haben Sichlor, wir haben Charmian, wir haben... Oh, da fällst du gleich ein hier. Wie heißt, ich weiß nicht, was. Und das Sealay natürlich, also das aus der GBL ist am interessantesten und ist am wertvollsten. Das, was ohne Namen ist und hat, ist gerade am besten, weil das ist, kriegt ihr ja nur aus der GBL. Das könnt ihr nicht in der Wildnis fangen. Dann hat er hier das noch gepusht auf 50 mit Poltergeist und Spukball. Okay, auch eine Option. Und die Shinies, die er in letzter Zeit so gekriegt hat, da ist ein Ramses Sichlor dabei, da ist ein Danke Ramses Xerneas dabei, da ist das Skelabra Seaday Ding dabei, da ist ein Rizaros, ein paar andere Sachen, da wurde noch was geplust. Lennart hier nochmal mit dem Shiny Zubat. Lennart Ui Nummer 2 Xerneas.
Lennart, Dankeschön, Naya. Hä? Ist Nummer 3 oder was? Gut, weiter. Henry Niggi, gerade aus dem Ei bekommen. 100er Mark B und aus der Feldforschung. 100er Mark Ma. Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber das habe ich letzte Woche schon gehabt. Cumulus nach dem 5. Raid mit Einladung aus Wellington, Neuseeland. Auch Shiny Xerneas bekommen. Cumulus, Adomasan, Lucky 100er. Aber sieht irgendwie nicht gut aus, oder? Nein, der Hintergrund viel zu viel. Da einen schönen Pflanzenhintergrund, das ist schön. Den Lucky-Hintergrund, das ist mega hässlich. Das Pokémon geht total unter, nicht nur wegen der Größe, auch von der Farbe. Ich finde das viel zu übertrieben einfach. Ist nicht schön, ist nicht schön. Cumulus vor dem C-Day bekommen, hier noch Shiny Vulpix. Dann, was wir vor dem C-Day bekommen haben, wir standen am Strich und da kam eine Gruppe von Jungs vorbei und hat gesagt, ey Ramses, können wir mal ein Foto machen? Dann haben die drei Jungs ein Foto gemacht, ne? Sehe ich wieder aus wie eine Bratwurst. Und der hat mir das dann in Instagram geschickt, habe ich gesehen. Und jetzt haltet euch fest, der heißt einfach Leon. So, irgendwie heißt jeder Leon, egal wen man sieht, egal wen man trifft, alle heißen Leon. Grüße also an Leon und seine Friends. Danke für das Foto, danke fürs Ansprechen, danke für diesen Moment in dem Moment. Das kam unerwartet, ne? Hat mich aber gefreut und ist doch ein schickes Foto, oder? Was sagt ihr? Gefällt euch das Foto? So sieht's aus. Die Jungs sind richtig glücklich. Richtig glücklich, guckt euch das an hier. Kollege im Hintergrund, bies, ich schneide gleich die Ohren ab. Hier, wow, alle total. Sehen alle aus wie Zwillinge, fällt mir jetzt erstmal auf. Weiter geht's bei Elke Kaiser. Hier, 4 Sterne Beste, ist ein Karat Penis, 100, ein Skelabra 100 und ein Glücksskelabra auch 100. Dann ein Waschakwir Hisui 100. Sowas habe ich nicht. Und Lin Fu 100. Habe ich auch nicht. Also ich habe nur Mist plus noch ein Shiny Xerneas hinterher und das waren die Highlights der Woche. Jetzt ging die Folge doch genauso lang wie immer, weil ich so viel gequasselt habe zwischendurch. Wegen Kevin sein Paket. Jetzt aber noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht vom Daniel Schilling, sondern vom BisaFanTV. BisaFlor. War mein erster Raid, vielleicht war es der Raid am Mittwoch. 100% entfesselt des Hupa. Da ist ja egal woher und wann und wie und wo, ihr wisst auf jeden Fall, das kannst du nicht einfach tauschen und es kann glücklich werden. Das kannst du nicht bei einem garantierten Glückstausch zum 100er werden lassen. Das kannst du nicht brüten, das kannst du nicht mit einer Map fangen. Das musst du aus dem Raid ziehen und es gab das allererste Mal jetzt Hupa Raids und das auch nur einen Tag lang und nur 11, 14 und 17 Uhr. Und da ein 100er zu bekommen ist auf jeden Fall eine fette Sache, weil das ist trotzdem jetzt ein seltenes Pokémon, ein seltenes 100er. Man hat nicht so viele Chancen und ich würde alle XL-Bonbons und Sonderbonbons und sonst was ich habe, nee, alle Sonderbonbons und XL-Sonderbonbons in dieses Teil stecken, um das hochzuziehen, wenn ich ein mysteriöses 100er hätte, was man sonst eigentlich nicht raiden kann oder eigentlich nur einmal hat. Das heißt, das hat auch das 100er Quiegel in den Schatten gestellt, auch wenn das 100er Quiegel mir persönlich besser gefallen hat von Anarot und Roxy an sich, ist das hier seltener. Und auch das Schlundopalkia, das Bild fand ich viel schöner. Aber das hier ist seltener. Eigentlich gönne ich es dem Bisa-Fan noch gar nicht. Aber trotzdem, Grüße gehen raus an den Dicken, ne? Und Respekt, ne? Dass du so viel Glück hast. Pokémon hat ja nichts mit Können zu tun. Das ist einfach immer wieder ein Glücksspiel. Und ihr wisst, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Grüße an BisaFanTV für das 100% entfesselte Hupa um 3 Uhr nachts im Raid gefangen. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend in der Raid Mania wieder. Heute auch noch Wrestling. Ne? Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.